Guten Tag, liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum. Einige Gedanken, Aufklärungen, Hinweisen für das in der christianisierten Welt gefeierte Weihnachten. Weihnachten, was es ist, was es bringt, was es nimmt. Zunächst ein Hinweis, hier sind einige Artikel verlinkt. Das sind Links dann, die ihr im angehängten Pfeil nachlesen könnt. Natürlich nicht jetzt im YouTube, da funktioniert das nicht. Mindestens weiß ich nicht, wie ich das zum Funktionieren bringen könnte. Aber einen Artikel möchte ich euch vorlesen. Weihnachten im Oktober. Der Titel dieses Artikels klingt vielleicht etwas fremd. Jeder weiß doch, dass der Herr Jesus am 25. geboren, 25. Dezember geboren sei. Das ist jedoch überhaupt nicht so selbstverständlich. Die Bibel sagt es jedenfalls nicht und nie und nirgendwo. Es ist sogar sehr unwahrscheinlich, dass Christus am 25. Dezember geboren worden ist, wenn man allein die Tatsache bedenkt, dass in der Geburtsnacht die Schafe noch draußen auf dem Felde waren. Lukas 2, Vers 8. Wir wissen, dass im alten Israel die Schafe von November bis März im Stall gehalten wurden. Der Winter ist übrigens auch eine unmögliche Zeit für das Ausschreiben einer Volkszählung, so wie Kaiser Augustus es tat. Siehe Lukas 2, Vers 1. Es sind Hinweise darauf bekannt, dass solche Zählungen in Israel vorzugsweise durchgeführt wurden, wenn die meisten Männer sowieso in Jerusalem waren. Anlässlich eines der drei Wallfahrtsfeste, Passa, Pfingst und Laubhüttenfest. Der einzig wirkliche Grund, dass Weihnachten am 25. Dezember gefeiert wird und das erst seit dem 4. Jahrhundert nach Christus, ist, dass ungefähr rund um dieses Datum heidnische Mitwinterfeste gefeiert wurden. So wie im alten Rom das Natalis Invicti Solis Wiedergeburt der unüberwindbaren Sonne, das Wiederlängerwerden der Tage nach dem kürzesten Tag des Jahres. Man hat dieses Datum auch in Zusammenhang mit der Geburt der ägyptischen Göttin Isis gebracht, mit heidnischen Mondfesten und mit indo-iranischer Gottheit Mithrasis. Bis heute weisen noch allerlei Weihnachtsgebräuche auf diesen heidnischen Ursprung des Festes hin. Laubhüttenfest. 3. Mose 23. Laubhüttenfest könnte eine andere Zeit des Jahres zu nennen sein, die vielmehr als Zeit der Geburt Jesu in Frage kommen könnte? Ja, wir wollen einmal folgende Punkte beachten. Der Priester Zacharias, also der Vater Johannes des Täufers, diente im Tempel gemäß seiner Abteilung, das war die von Abia, Lukas 1, Vers 5. Nach 1. Chroniker 24,10 war dies die achte der 24 Priesterabteilungen. Alle diese Abteilungen kamen im Laufe des Gottesdienstjahres an die Reihe. Jede Abteilung somit etwas mehr als 2 Wochen. Das Gottesdienstjahr beginnt mit dem Frühlingsmonat, sagen wir durchschnittlich, ungefähr um den 1. April. Das bedeutet, dass Zacharias Ende Juli mit seiner Priesterarbeit fertig war. Die Zeugung von Johannes dem Täufer fand somit irgendwann Anfang August statt,
Lukas 1, Vers 23. Und die Zeugung von Jesu durch Gott den Heiligen Geist in die Mutter Maria, nie mit der Mutter Maria, das ist eine Gotteslästerung. Gott, der Heilige Geist, hatte keinen Geschlechtsverkehr mit einem Menschen. Siehe 1. Mose Kapitel 6, Vers 1 bis 5. Also, und die Zeugung von Jesus 5 bis 6 Monate später, Vers 26, sagen wir Mitte Januar. 9 Monate später wurde Jesus geboren, sagen wir Mitte Oktober. Das fällt ungefähr auf die Zeit des Laubhüttefestes, hebräisch Sukkot. Singular Sukkah, Laubhütte. Wenn das wahr ist, wird uns das helfen zu begreifen, warum gerade dann eine Volkszählung durchgeführt wurde und warum das Gebiet um Jerusalem so voll war. Die Herberge in Bethlehem, das nur 10 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt, war überbelegt. Das Laubhüttenfest war von den drei Pilgerfesten am meisten geeignet, um eine Volkszählung zu organisieren, weil dann die ganze Ernte eingefahren war und die Leute nicht länger an die Landarbeit gebunden waren. In einer Hütte angekommen. Wenn der Herr Jesus tatsächlich während des Laubhüttenfestes geboren worden ist, erscheint Johannes 1, Vers 14 in einem ganz besonderen Licht. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Wohnen ist hier buchstäblich wohnen in einem Zelt, griechisch Skrene. In Christus ist das Zelt Gottes auf die Erde gekommen, in welchem die Herrlichkeit, hebräisch Kavod oder Schkina, Gottes wohnte. Zelt kann auch Laubhütte bedeuten. Das griechische Wort für Laubhütte in Johannes 7, Vers 2, Sekropeia, das ist wörtlich Aufschlagen von Zelten. Als Petrus auf dem Berg der Verklärung drei Hütten bauen wollte, Matthäus 17, Vers 4, meinte er zweifellos Laubhütten. Wo hätte er auch Zelttuch herholen sollen? Als er den Sohn des Menschen in seiner königlichen Würde, Matthäus 16, 28, kommen sah, meinte er, dass das messianische Reich angebrochen war, was die große Erfüllung des Laubhüttenfestes sein würde. Wenn wir daran denken, dass Israel während der Wüstenreise in Zelten gewohnt hat, Lukas 23, Vers 43, ist es von besonderer Bedeutung zu bedenken, dass auch der Herr, Gott, sinnbildlich gesprochen, in dieser Zeit bei seinem Volk in einem Zelt gewohnt hat, dem Zelt der Zusammenkunft. Im Englischen heißt das Laubhüttenfest Feast of Tabernacle. Das griechische Wort für Tabernakel ist Skrene. Hebräer 8, Vers 2 und 5, 9, Vers 2, 6, Vers 8, 11, 21, 13, 10. Vergleiche das Wort Zelt, Skrene des Zeugnisses. Apostelgeschichte 7, 44. Das ist wie gesagt das normale Wort für Zelt, aber auch für die Laubhütten, in welchen Israel während des Laubhüttenfestes wohnt. Mit anderen Worten, Johannes 1, Vers 14 erzählt uns, dass Christus unter uns gewohnt hat, wie in einem Zelt, einem Tabernakel.
einem Sokar, so wie Gott während der Wüstenreise bei seinem Volk. Das erinnert uns an Amos 9, Vers 11. An jenem Tage richte ich die verfallene Hütte zu Kran Davids auf. In dem Zitat in Apostelgeschichte 15, Vers 16 steht Zelt, Skrine, Davids. Wenn es richtig ist, dass Christus während des Laubhüttenfestes geboren worden ist, Johannes 1, Vers 14, sehr besonders, in ihm ist Gott selbst wie in einem Sokar unter uns wohnen gekommen. Gleichzeitig weist das auch voraus auf die Vollendung, wenn Gott seine Sokar über die Seinen ausbreiten wird. Ja, von der neuen Erde wird gesagt, die Sokar Gottes ist bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Offenbarung 7, Vers 15. Offenbarung 21, Vers 3. Beide Male steht griechisch Skrene. Schon während der Wüstenreise war der Herr so solidarisch mit seinem Volk, dass er selbst gleichsam in einem Sokar bei ihnen wohnte, in der sichtbaren Gestalt der Wolken- und Feuersäule. Im Friedensreich wird diese Situation auf eine ganz besondere Weise wieder eintreten. Dann wird der Herr über die ganze Stätte des Berges Zion und über seine Versammlungen eine Wolke schaffen, bei Tag und Rauch sowie ganz ein flammenden Feuers bei Nacht. Denn über dem ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein und ein Laubdach, eine Laubhütte sogar wird zum Schatten dienen bei Tag von der Hitze und als Zuflucht und Obdach vor Wolkeneinbruch und Regen. Große Freude. Noch eine kleine Ergänzung. Unter den Hochzeiten Israels ist vor allem dieses Laubhüttenfest ein äußerst fröhliches Fest mit Musik, Tanz, erlesenen Weinen und Speisen. Vergleiche Jesaja 25, Vers 6. Es ist wahrhaftig das Zman Simchatoneo, wie es im Hebräischen heißt, das die Zeit unserer Freude. Der Herr gebot, ihr sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, 7 Tage freuen. 3. Mose 23, Vers 40. 5. Mose 16, Vers 30. Nehemia 8, Vers 18. Wenn der Herr Jesus tatsächlich während des Laubhüttenfestes geboren wurde, ist es sehr besonders, die Worte des Engels zu vernehmen. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus der Herr, in Davids Stadt. Lukas 2, Vers 10. Und von den Weisen aus dem Osten wird erzählt, als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit großer Freude. Matthäus 2, Vers 10. Die größte Freude des Laubhüttenfestes wird durch niemand anders als den Messias selbst geformt, so wie die Weisen sich vor dem neugeborenen Messias niederbeugten. Matthäus 2, Vers 11. Und sie werden bald als Völker kommen, um den König, den Herrn der Heerscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Sacharja 14, Vers 6. Liebe Geschwister, ich erinnere nochmals, oben sind dann Links zum Thema Weihnachten, die ihr in dem Pfeil, das ich an das YouTube anhängen werde, verlinken werde, wo auch meine E-Mail-Adresse ist. Dort könnt ihr dann Hinweise, Korrekturen, Fragen weiterleiten. Im Herrn Jesu Christum einen ganz wunderbaren Tag.